Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitty. Wir spielen Pathfinder. Wir sind hier unterwegs mit Amiri noch. Diese Gefährtenquest ist erledigt, abgeschlossen. Ja, Und sie hat sich bewiesen. ja, sie hat sich bewiesen. So, und jetzt guck mal, was wir hier so machen können. Irgendwas ist bei uns im Königreich los, da wissen wir aber nicht Ja. was. Hier scheint es nirgendwo sonst hinzugehen, aber wir können hier mal runter gucken. Ja. Was ist das? Koboldlager, das kennen wir. Kennen wir das? Ja. Klar, da Ja, waren wir ja. doch. Ja. Das war doch das Lager, wo der Typ hier, der Ja. Tatuk hier irgendwie besucht Hi. hat und uns Nichts gefragt ist hat, ob mir er recht. wisst, wo der ist oder was. Hört ihr da Sumpfhexe? Ja. Das ist die Ja, da gehen wir doch Druckerpresse. mal hin, ha? Ja. Ach, guck mal, da steht Federtoken. Warte mal, darf ich mal gerade die Druckerpresse finden? Das sind die beiden Sachen, die wir noch haben. Das sind die neuen Ereignisse. Die haben aber nichts mit der Hütte der Sumpfhexe zu tun. Ich fürchte, nein. Eben. May we have a moment of respite? Ja, Na ich würde sagen, wir gut, machen das, bevor wir die Hexe das machen wir, treffen. bevor wir da reingehen. Wir Ja. wissen nicht, was da auf uns wartet. Genau. All those knights you always talk about are men. Weren't there any women? A band of men sounds pretty sad and depressing. Oh yes, there was a Vudrani tiefling named Vivriel. She was a talented caster who could manifest energy weapons to strike her opponents. She sounds beautiful and deadly. Kind of like you. Niedlich. Okay. Und rein mit uns. Angucken. Angucken. Ja. Das ist ja eine Hexe. Ja, die Unfreundlich. Mutter von dem Kleinen hat doch die Ja, ich weiß. Sumpfhexe verdächtigt. Aha, wir kommen diesmal im Norden rein. Na gut, dann gehen wir hier am Rand entlang. Egal. Ach, halt, halt, nicht so schnell. Follow me. Aber ich glaube, hier sollten wir lieber auch wieder erstmal vorsichtig sein. Aha. Ein Wurm. Na Ein gut, ein Wurm ist ja nicht so Wurg. schlimm. No stopping now. Na, meinst du, ich krieg das hin? Nö. Nö. Macht aber nichts. Das geht Na auch gut. so. Wenn es nichts macht, ist ja egal. Auf jeden Fall stellen die sich alle ganz gehorsam So. auf. So, der Walk ist jetzt natürlich wieder Ja, weg. bis ihr so weit seid, ist er natürlich verschwunden. Es Geh scheint ein mal. kluger Walk zu sein, aber ich Geh mal befürchte, dass er doch gucken. nicht ganz so klug ist. Na und? Jetzt darfst du dich noch kratzen, aber wenn der Gegner dann da ist, dann aber nicht mehr. Apropos Hund, Wir wie sollten ihn sieht er vielleicht mal ein denn bisschen aus? schützen. Wie sieht er überhaupt aus? Gut, natürlich, aber er ist Mann, nicht. warum hat denn der verbraucht denn der? Ach, wir haben doch Wir haben geschlafen. gerade Ja, gerast. Ich meine, Mann, es war jetzt natürlich ich vergesse nur 2 Minuten her, ist das das ungefähr, aber. immer. Ja, also das so lang ist das schon schwierig mit Und der das Ding ist Erinnerung. ja auch nicht so schlecht hier. Wie ist das, das Schild, oder? Ja, wir gönnen ihm mal wieder ein Schild. Wir haben es ja. Wozu haben wir das ganze Zeug? Gut, Na dann, darfst gehen wir weiter. weiterschleichen. Da ist der schon Wo ist abgehauen. er? Da ist Da er. ist er. Der Wilder wilde Walk. Wog. Angucken, welchen Level hat er? Ja, das ist wirklich Sieben. Level Das 7. müsste gehen. Dann mache ich mal ein Löchlein. We won't falter. We will prevail. Ja, das Oh, werden wir. kommt gleich ein zweiter raus. Also alle halt. Lindsay sinkt. Und We should China geht ein move. Stück zurück.
Der brennt? Warum brennt der? Das ist ein Kampfrausch. Scheint so. Ich denke mir, wenn die im Kampfrausch sind, dann sehen die immer so, leuchten die so. Jemals bei den Bogarts war das wohl so. Bei ihrem Sturmangriff haben die auch so geleuchtet. So flammenmäßig. Okay. Alle auf unseren armen Hund. Gut, dass wir den geschützt haben. Gina kann hier nicht weg. Nee, da muss sie sich... Die muss sich umziehen. Ja. Und verpasst sich mal eine Rindenhaut. Kann ja nichts schaden. Der ist hin. Ja, jetzt kann sie auch auf den Zoo laufen. Das ging fix. Jo. Alle auf den. Stay behind me. Rindenhaut hat sie schon gemacht? Nee, ne? Auch egal. Nö, nee, hat sie vergessen. Na, wahrscheinlich, weil sie dann da vorgelaufen ist oder was auch immer. Ja. Der nächste, bitte. Ich meine, das ist ja nun wirklich ein Metzel. Metzeln. Ja. Und? Ja. Nichts mehr. Naja, die waren klein. Ja. Gina erstmal umziehen. Und häuten. Mit Pause geht das so schlecht. Na schön. Okay, alles, jawohl. Dann weiter geht's. Alle. Hier rum. Onwards. Ob hier die großen Geheimverstecke sind? Hier ist jedenfalls schon mal eine Leiche. Ja. Ja. Bis jetzt keine besonders schöne Leiche. Leichte Wunden. Oh. Ja. Ich meine, die Gegner waren bisher auch nicht gerade so großartig. Also nicht werden die Schätze auch nicht so toll. Berauschend. Waren. Gut. Aha. So, wir kommen in neues Gebiet, also schleicht's euch mal wieder. Was ist das? War das? Ihr seid hier nicht willkommen. Wer sagt denn das? Ja, irgend so eine Stimme. Hä? Aus dem Off. Hä? Ja. Ich sehe niemand. Naja, es ist vielleicht Sinn der Sache, dass wir niemanden sehen. Aber jemanden hören. Ihr seid hier nicht willkommen? Das ist eine Warnung. Eine unsichtbare Stimme und aus dem Off. Und hier ist es auch ziemlich nebelig geworden, oder? Ja, es wird immer nebliger. Ja, ein Bandit. Oh, ein Bandit. Oh. Aber der ist nicht rot. War ihm was im Augenblick noch nicht rot. Was ist hier los? Aha. Die werden schon noch rot, aber im Augenblick streiten. Soll man ihnen helfen, das schwere Zeug vorzuschaffen? Also doch, die haben hier was. Die beiden, deswegen wurden darauf aufmerksam gemacht. Die beiden Sachen, auch die von Ekron, die finden wir hier, oder? Das ist doch dieser Transmutator. Ach, Stein in Gold. Wollte ich auch immer mal haben. Wow. Das ist doch das Richtige für uns. Steine in Gold verwandeln. Ja, das Problem ist nur, dass das Gold nichts mehr wert. Euch habe ich gesucht. Jetzt sterbt ihr Banditen. Wir geben ihnen eine Chance. Klar. Oh, euer Gnaden. Nein.
Nix wie weg hier, ihr. Oh, oh. Lauf! Na dann, auf uns zu. Clever von euch. Gut, dass wir ja unser Wort halten. So. Na schön. Fiebern wir los. Dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Was war das jetzt für eine Aktion? Das ist jetzt ein Ding hier, wie ein Film. Ja, sie muss nur zusammengebaut werden. Juhu. Kannst du uns schon mal das Geld reichen, das du uns abgenommen hast? Ja, da musst du eine Menge drucken, damit du uns die Baupunkte wieder zurückliefern kannst. Diese Maschine muss sich rasch bezahlt machen. Fang doch einfach mit. Was hast du nicht gemacht? Was hast du denn geschrieben? Groschenromane. Genau. Das wollte ich auch sagen. Ich wollte Groschenromane haben. Du aber nicht, oder? Was wollt ihr drucken, hast du gefragt. Ja. Na gut. Mein Gott, angepasst. Ja, hier. Ja. Oh, weia. Kunst ist Kunst, ja. Aber wir dürfen den dafür nötigen Mammon nicht vergessen. So ist es. So ist es. Gut. Ja. Was ist denn falsch am billigen Roman? Genau. Genau. Recht hat sie. Gut, gut. Na, das ist uns doch nicht speicherwert. Na toll, das hätte ich nicht vermutet, dass wir jetzt hier diesen Auftrag erledigen. Nee, hätte ich auch nicht. Das gefällt mir aber auch sehr gut. Und wenn wir die Hexe finden, können wir sie fragen, ob sie uns solche komischen Samen verkaufen kann. Ja. I'm not afraid. Oh. Neither am I, das ist ein Irrlicht. Und ich weiß ja nicht. Kann man mal gucken, wie groß, stark dieses Mistvieh ist und was es uns geschützt tun könnte? Ja, er ist noch geschützt. 3 Minuten hält noch das Schild. Magierrüstung hält Stunden, noch reichlich. Kann man das Ding mal angucken, dieses Will-O-Wisp-Dingster-Bumster? Ja. Chaotisch böse 9, ja. So. Ja, das könnte ein bisschen heftiger zubeißen. Mhm. Octavia geht zurück. Das wird sowieso zaubern. Es wird nicht mit dem Schwert geschlagen. Ja, aber sie ist so nah dran. Ich weiß nicht, was die für Reichweite haben. Ja. Lizzi fängt schon mal an, ein Liedchen zu trällern. Das ist die Frage, nehmen wir den oder nehmen wir den? Der ist ja inzwischen stärker. Probieren wir mal. Muss ich mal trocken gucken, was davon wirkungsvoller ist für die unterschiedlichen Leute. Amiri, kannst du einen Sturm machen? Sie kann. Mach den an. Du sowieso. Tristan muss ein Stück zur Seite gehen, sonst kommt Valerie hier nicht durch. Okay, so, alles auf Position. Miri braucht erstmal ein Weilchen, bis sie in Fahrt kommt. Tristan, du kannst ein Gebet machen. Wo ist es? Schadet dir nix, hä? So, das ging doch besser wie gedacht. Onwards! Auch schon weg.
Nee, Unsichtbarkeit. Und zwar Nur natürliche unsichtbar. Unsichtbarkeit. Wir haben doch jemanden mit Unsichtbarkeit. Erkennen oder was, oder? Ja, irgendwann hatten wir nicht irgendwo so ein Pulver? Ja, das haben wir. Glitzerstaub, mach Glitzerstaub hierhin, irgendwo in dem Bereich müsste er sein. Ja, Schnecken. Aber hat ihn trotzdem erwischt? Nee, das war Lindsay. Hier, Hier ist er. ja. Naja, ist So, schon wir haben es gut. ja aufgedeckt. Ja. Alle Alle rauf aus dem draufhauen. hier. Aber feste, fix. Es war nur klein, aber ziemlich. Nee, das hat er Ja. versucht. Nicht mehr geschafft. Tschüss. Fertig? Fertig. Keins mehr. Gut, das war ja gut zu wissen. Und was haben Sie mitgebracht? Nix. Ist aber wenig. Naja, die sind auch ziemlich durchsichtig. Was sollen sie da mit sich rumschleppen? Ja. Was ist Was haben wir das? hier? Mücken schwirren durch die Luft. Aha, Schön. ja No gut. stopping now. Sieht schon so aus. Das sieht schon nach einer mückenverseuchten Gegend So aus. ist es. Oh, ein mächtiger Tatzelwurm. Ich fürchte. Mächtig? Na, wie groß ist so ein Oh, mächtiger? das Auch nur ist. sechs. Ja, aber die machen ja Schlaf, gelähmt oder was? Schlimmeres. Was denn noch? Attributschaden. Auweia. Oh. Du gehst dahin. Du Don't gehst dahin. Und Amiri bleibt stehen. hesitate. Lindsay singt. Just letting me enter. Adventures await. Gina geht Follow mal me. dahin. Something bothering you? Hatte ich nicht mal einen Segen? Ich muss die Sprüche mal wieder in Ordnung bringen. Da. Jetzt mal wieder sortieren. Wir haben ja einiges umgeschlichtet. So Da ist ist er es. ja. Okay. So. Gucken. Weg ist er. Hat sich aber nicht in Luft aufgelöst oder so irgendwas. Und ich glaube, Nein. verschwunden ist er auch nicht so. Ich meine, wie Ihr dieses Irrlicht. Trey geht dahin und I tire of China waiting. Da ist er. We schießt can do schon it. mal. Can you make an epic pose? I mean, So, bist du nicht der Einzige, da ist noch ja. einer. Das Das ist hier ein ist ein Mächtiger, das andere ist normaler, ein das Dünner. ist der Mächtige. So, Lindsay singt. Erstmal alle stehen bleiben. Der Abstand ist gut. Christian geht ein Stückchen vor. Die Fernschützen können Kommt noch einer hinterher. schon Maßen nehmen. Deswegen ist durch, ja. Es, ja. Ich könnte den gleich mal wegmachen, dann ist der weg. Strike with all your might. Bis Ja. welche? Ja, das ist ein Geschütze, ja. kleiner. Da kommt noch ein kleiner hinterher. So, der Ja, eine ist weg. gut. Können Sie sich den. Ja, die hauen Die auf drei den. gehen auf Stay den behind me! dicken Und die anderen nehmen sich den und die kleinen. anderen räumen schon mal den kleinen weg, damit I'll der nicht try to weiter make this stört. sweet. So. Saubere Arbeit. Alle auf den Dicken Und der wollte ist ich auch gerade weg. sagen, aber der ist nicht Ja, mehr. der war auch nicht so dick, weißt Nö. Ja, die sind nur blöd, weil sie Attributschaden Ja, und dann machen. brauchst du teilweise Genesung Ansonsten oder sind so. die ja nicht so Ja. wild. Ja, jo, alles einsammeln. Ja, jetzt, ich habe sie blöderweise Kampfrausch machen lassen. Ach, der ist schon, hat sich schon erledigt, Ja. die Erschöpfung. Die Ja. gibt sich ja dann auch wieder. Und ihr habt nichts mitgebracht? Nö. Aber hier liegt was an Kraut Ja, oder ein hier Schnaps. ist was. Lindsay, geh gucken. Aber guck Aber vorsichtig. Könnte guck auch eine Falle sein. vorsichtig, Ja. jawohl.
Sieht so komisch aus. Ja, Sinnfall. Das sieht irgendwie komisch aus, so rund. Ja, eben. Mann, wo läufst du? Ja, du kommst, sie kommt da nicht durch. Lang. Sie muss hier unten rum. Ja. Und da sind Schreckensdinger. Und hier sind Schweine. Schick sie wieder zurück. Nee. Nichts sehen zurück. Sie zurückschleichen. Du wirst ja noch unsere hervorragende Schriftstellerin, die uns dafür sorgt, dass wir die viel muss Geld erst mal, sie erst muss sie überleben, die Kosten für die Druckerei einspielen, dann darf sie riskant weiterleben. Genau. So. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Wer sagt das denn? Ja, hier ist keiner. Ach, Amiri ist leicht belastet. Ach was. Es ist sie. Darauf werden wir gar nicht gekommen. Oder? Halt. Ich weiß ja nicht, wie viele das sind. Mindestens zwei. Halt. Nein, Gina. Gina ist für Lochmachen verantwortlich. Naja, pass ein auf. 5, Rüstungsklasse 13, klingt die auch nicht so wild. Klar, sind nicht so riesig. Also. Lindsay, mit Musik geht alles besser. Naja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sehen wir schon mal. Halt. Denk dran, dass ein möglicher Fall befallen wird. Ja, ich habe sie ja angehalten. Gut. This is my path. So, ihr schießt schon mal. You deserved it. Und der Rest wartet erst mal. So, jetzt dürfen die auch drauf losgehen. Da ist Amiri. Sie darf auch. So, jetzt geht's. Alle auf einen. Du passt auf, dass der nicht hinten rumkommt. Lebt hier noch? Ja. Das ist nicht in Ordnung. Habe ich auf alle? Na los. Na, das ist schon so gut wie. Und den letzten Schinken auch noch. Oh. Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Waste hier. Da liegt jetzt, aber vielleicht gibt es auch ein bisschen Fleisch. Dann können wir wieder Haggis und sowas kochen. Genau. Oh ja. Ey, was ist denn das für ein tolles Stück Fleisch da? Und ein Lendenstück. Gut. Das ist Fleisch und das ist ein Lendenstück. Ja, ich hätte den Hund nicht häuten lassen sollen. Der hat viel Fleisch, aber wenig Haut. Cleverer Hund. Der weiß schon, was gut ja. ist. Nicht unbedingt die Haut. Ja. Na gut, dann gehen wir alle hier rum. Alle hier rum. Aha, hier ist ein Zaun. Waren hier nicht, haben wir gedacht, hier wären Fallen. Halt, ja, Lindsay wollte ich hier hingehen lassen, ja. Aber ist nicht. Es sind nur Kräuter. Es war noch irgendwo noch. Noch so das hat so vielversprechend ausgesehen. Ja. Tja. Ja, traurig. Alle. So eine Falle ist ja was Gutes gewesen. Da hinten gibt es einen Sack, aber der ist hinterm Zaun. Da müssen wir drum rumlaufen. Das Haus der Sumpfhexe wahrscheinlich hier. Halt, nicht so schnell. Ja. Ihr müsst doch gucken. Eine Vogelscheuche hat sie hier aufgestellt. Ja, und hier ist eine Tür. Mhm. Aha. Stark gewürzter Eintopf. Klingt gut. Da klingelt doch mal. Am Magieorden. Ja. Diese Vogelscheuche sieht nach Ärger aus. Ja. Ist da jemand? Ja.
Aha. So, so, ein gefährlicher Wächter. Wir klingeln einfach mal. Ja. Tür geht auf. Aha. Und sie kommt. Und eine klassische Hexe, ja? Ja. Ohne Hut hätte man sie gar nicht erkannt. Hat eine grünliche Haut. Was hat die denn gegessen? Naja, Hexentränke sind vermutlich nicht immer besonders gesund, hä? Die alte Zause. Hallo. Die alte Zausel. Spitz, ich kenne eigentlich Augen, nur den alten Ohren. Zausel. Aber wer seid ihr denn? Ich bin die alte Zausel. Ja. Nee, chaotisch böse sind wir natürlich nicht. Ich bin eine harmlose alte Frau. Aha. Welche vergebliche Mühe führt euch in diese abgelegene Gegend? Ich möchte euch etwas fragen. Wir fragen einfach mal. Wie kann ich euch denn helfen, gute Frau? Ja. Aha. Oh, weia. Oh, weia. Das muss ja riechen, wenn es einem Tränen in die Augen treibt. Gut, wir sollen 10 Stück bringen, dann reden wir weiter. Und dann vergiftet sie inzwischen die ganze Stadt oder was damit. Nee, erst nachher. Erst dann müssen wir ja die Pilze bringen. Gut, aber natürlich machen wir im das. Im Schlammpfuhl westlich. Wir werden hier die suchen, die Pilze. Aha. Ich weiß zwar nicht, was er von ihr wollt. Können wir nicht machen. Aber ich weiß zwar nicht mehr, was wir von ihr wollen eigentlich. Denn es war ja nur eine Vermutung, dass der Junge bei der alten Zause ja, ist. Ja, klar. Das sowieso. Gut, ja, jetzt machen wir erstmal nichts weiter. Ich würde sagen, wir erledigen wir lassen die Aufgabe. Die jetzt erstmal. Mhm. Gucken uns erstmal die Gegend genau an. Und wenn wir ihre Aufgabe erledigt haben, in ihren Säcken dann können versteckt wir ja immer noch sehen, wie es weitergeht. Ach, hier ist nochmal ein Tatzelwurm. Nächste Tatzelwurm. Und was bist du? Ja, neutral. Das ist nur ein neutral Dreier. Und drei, also da nehme ich an, müsste eigentlich gehen. Du machst ein Loch. Du singst. Dieses Wort Tatzelwurm ist ja ein altes Wort. Und da ist auch wieder so ein anderer dabei, guck. So ein großer drei, ist wieder dabei. Drei. Ja. Und mächtig. Gut. Woher das Wort wohl kommt, Tatzelwurm? Keine Ahnung. Ist der Mächtige wieder ein Sechser? Ja, ne? Ja. Okay, alles greift den an, aber Amiri, halt, Valerie, halt. Wie sieht der Hund aus? Und der Hund, halt. Gut. Der Hund, guck mal hier, der braucht ganze Menge Reparatur. Punkte verloren. Eine Reparatur, ja, genau. Er braucht eine Reparatur und ein magischen Schild. Mhm. Lindsay singt schon, das trifft ja sich gut. Da kann er dem Hund ein bisschen Reparatur verpassen. Tristan verpasst ihm einen magischen Schild. Mhm. Und dann kann es losgehen. Ich habe gesagt, halt. Sag mal, halt. Habt ihr es jetzt verstanden? Das haben sie wahrscheinlich, machen sie das gar nicht. Doch, Lindsay wirkt. Ja, hat okay. Sie gemacht. Das ist gut. Du greifst nicht an. Du greifst Onward an. Lindsay ist noch mit Heilen beschäftigt, ja, und Tristan mit dem Schild. So, der ist hin. Hm.
Seid ihr jetzt fertig? Also Tristan hat Schild des Glaubens gewirkt. Tristan ist fertig. Ja, was Octavia... Und auch fertig. Alle ja. Gut. You can't stop me. So, erledigt. Ja, die lassen ja nichts übrig. Doch. Doch, die lassen doch was übrig. Na dann, soll mir recht sein. Und, I'm listening. Mach mal einen kleinen mittleren. ja, den benutze ich sowieso äußerst selten. So, Hund, wie siehst du aus? Ah, naja, er braucht schon ordentlich was. Ja. Dann mach nochmal einen kleinen. Kleiner? Confide in me. Ja, so ein mittlerer. Hier. Geräuschexplosion? Nein. Nein. Die. So. Und. Gut. Fertig. Alle wieder fertig, repariert. Gut, weiter geht's. Die Brühe sieht aber ziemlich giftig aus hier. Ja. Na, da werden wir uns später... Nee, nein, halt. Komm zurück, Lindsay. Da muss man durchs Gartentor gehen. Mhm. Oh. Jetzt nicht, wir machen erstmal ihre Aufgabe und dann sehen wir ja, wie das weiterläuft. Dann. Nee, da kommen sie gar nicht durch. Nee. Man, hübsch ist es hier nicht, aber naja, es ist nun mal eine Sumpfhex. Hexe, ja. Sie lebt im Sumpf. Ja, sonst wäre sie ja keine Sumpfhexe. Warte, was hier Beweglichkeit ist. Da liegt auch noch einer. Da brauchst du was, um darüber zu kommen. Der hatte noch einen Silberring im Bauch. Ja, aha. Ist Beweglichkeit gefragt. Aha. Oh ja. Applaus, bitte. Zack. Das macht Lindsay doch mit links. So. Ja, die werden wir uns doch vornehmen, das müssen wir Schluss noch anschauen. Lindsay ist aus der Schusslinie, das ist gut. Sinkt. Du haust drauf. Du haust drauf. Hund beißt. So. Ist da hinten, kann schießen. Schießt. Und kann Segen machen. Man weiß ja nie. So. Alle auf den. Let us strike as one. Ja. Natürliche Unsichtbarkeit. Ja, ja. Deswegen hat Lindsay mehrere davon oder hatte sie nur den einen? Nö, sie hat mehr davon. Dann werden wir immer seine Tarnung aufheben, dann kann man viel besser treffen. Na, das war's. Er ist schon hin. So. Hey. Valerie musste aber, hat uns wirklich Schaden genommen. Jo. So, wir machen jetzt aber Schluss. Jojo. Gut, gut. Ja, okay. Tristan hat auch ein bisschen was abgekriegt. Ja, genau. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.